Moin Leute, 12 Volt Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind schwer im Kommen. Es gibt zahlreiche Anbieter und unterschiedlichste Preise und heute teste ich für euch einen 400 Euro Ampere-Time-Akku mit 100 Ampere-Stunden. Und 400 Euro ist tatsächlich schon eine krasse Ansage, vor allem da das Teil nicht in China bestellt werden muss, sondern tatsächlich hier ganz normal in Deutschland erhältlich ist, sogar bei Amazon und so weiter. Ich werde das Ding heute also zerlegen, schauen, wo die Zellen im Inneren herkommen, was die taugen. Ich werde die Kapazität messen, den Innenwiderstand und checken, ob die Kabeldicken und so weiter auch einen sicheren Betrieb gewährleisten. Denn bei dem Preis kann man tatsächlich ein bisschen skeptisch werden, also gucken wir mal rein. Warum eigentlich LFP oder Lithium-Eisenphosphat? Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind super beliebt, da sie extrem lange halten, also eine sehr hohe Zyklenfestigkeit aufweisen, zudem noch deutlich sicherer sind als die üblichen Nickel-Kobalt-Zellen, so wie man sie in vielen Handys und so weiter findet. Hier seht ihr zum Beispiel mal die Brandtests des Online-Shops GWL für unterschiedliche Akkutypen und ich fand das schon mega eindrucksvoll und ja, vielen Dank nochmal an GWL, dass ich das nutzen darf überhaupt. Da sieht man es relativ klar, wie da der Unterschied ist. Der einzige Nachteil bei dieser Zellchemie ist tatsächlich, dass die schwerer ist und mehr Platz benötigt bei gleicher Speichermenge und die Teile mögen tiefe Temperaturen nicht so besonders, was natürlich je nach Anwendung ein Problem darstellen kann. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Alles klar, also die Kapazität habe ich mit einem ZKE-Tech EBC-A20 getestet und bin auf 107,4 Amperestunden gekommen. Also ist ein bisschen mehr als angegeben, aber da der Entladestrom deutlich unter 100 Ampere lag, muss das Ergebnis auch tatsächlich höher sein als angegeben. Also die 107 Amperestunden sind jetzt nicht irgendwie total geil, sondern so sollte es auch sein. Aber es sieht jetzt hier erstmal alles soweit ganz gut aus. Okay, als nächstes schrauben wir das Ding einfach mal auf und naja, aufschrauben stimmt nicht so ganz, wie ihr hier seht. Das ist eher ein Aufbrechen. Ich musste echt mit Hammer und Schraubenzieher mit absolut roher Gewalt dran. Macht's bitte nicht nach, das ist wirklich gefährlich. Ich weiß ziemlich gut, wo da was ist und so weiter und wie tief ich da gehen darf. Deswegen wirklich vorsichtig sein, besser nicht nachmachen. Und das Teil, wie ihr seht, ist mega gut verklebt und auch innen nochmal durch eine zweite Lage geschützt. Also das ist schon mal echt nicht so schlecht gemacht. Ich vermute sogar, dass das halbwegs wassergeschützt ist. Ich kann es jetzt hier nicht nachprüfen, aber es sieht tatsächlich nicht schlecht aus, würde ich denken. Hier seht ihr die Zellen, das sind circa 4 Stück, das passt also genauso viel brauche ich mit Lithium-Eisenphosphat, um auf die 12 Volt zu kommen. Und nach ein bisschen Recherche konnte ich die Zellen noch ausfindig machen. Das handelt sich hierbei um Zellen der Firma GFB mit 100 Amperestunden, der genaue Typ steht hier unten. Und bei Alibaba bekomme ich das Teil oder ein Stück für circa 40 Euro, natürlich nur, wenn ich jetzt irgendwie im Großhandel bestelle. Rechnet man Zoll und die ganzen anderen Teile mit ein, dann würde ich so sagen, kommt man auf einen Materialpreis von irgendwo 200 bis 300 Euro, ganz grob geschätzt. Also sind 400 Euro in meinen Augen gar nicht mal so schlecht hier. Das Datenblatt zu diesen Zellen findet ihr bei uns im Forum unter, hier unten ist der Link, es steht aber auch noch in der Beschreibung. Da könnt ihr es nochmal genauer nachlesen, wenn euch die Werte interessieren. Als nächstes checke ich den inneren Widerstand. Das ist ein Wert, der super geeignet ist, um den Zustand solcher Zellen zu bewerten. Als erstes muss ich dann den Widerstandsmesser hierfür nullen, damit die Widerstände der Kabel, die er hat, abgezogen werden. Irgendwie bleibt immer noch ein Restwiderstand von 0,08 Milliohm übrig. Keine Ahnung warum, vermutlich irgendwie ein Bug. Das Teil ist auch schon echt alt, muss ich zugeben, da ist wahrscheinlich bald mal neuer dran. Am Ende komme ich bei allen Zellen auf ungefähr 0,6 Milliohm Widerstand. Im Datenblatt steht tatsächlich, dass die Zellen im Neuzustand weniger als 0,4 Milliohm haben sollten. Das ist also eigentlich ein bisschen zu hoch. Allerdings stehen die schon eine ganze Weile hier rum und auch mein IR-Meter ist schon was älter, also befürchte, da wird, wie gesagt, bald mal neuer dran sein. Ich bin also ein bisschen unsicher, was meine Messung hier angeht. Auch der Ladezustand von den Dingern ist jetzt hier relativ niedrig mit 2,9 Volt. Das macht auch noch mal ein bisschen was aus. Unterm Strich kommt es mir aber trotzdem noch ein bisschen zu hoch vor hier. Da sonst aber keine Auffälligkeiten da sind, würde ich jetzt eher von einem Messfehler oder einer Ungenauigkeit bei mir in der Messung tippen. Vielleicht habt ihr auch Messungen, das würde mich interessieren. Also vielleicht können wir es durch mehrere Messungen hier nochmal verifizieren, wie es bei euch aussieht. Das fände ich sehr spannend. Also wenn ihr das habt, meldet euch bitte. Checken wir die Kabel im Inneren. Haben die genug Dicke? Also sind die sicher oder könnten die möglicherweise warm und ein Problem damit werden? Im Inneren sind hier 2x8 AWG-Kabel für den Hauptanschluss verwendet worden. Das sind 8,37 Quadratmillimeter, also beide zusammen so grob 17 Quadratmillimeter. Und das ist laut VDE tatsächlich für 100 Ampere in Ordnung.
Zudem sind das wärmebeständige Kabel, also kein Abzug bei den Temperaturen nötig, in denen das Teil also läuft. Der maximale Entladestrom ist mit 100 Ampere angegeben und durch das BMS auch abgesichert, also das passt tatsächlich auch. Die Busbars sind ebenfalls in Ordnung, was die Dicke angeht, die sind sogar eher ein bisschen überdimensioniert, also das ist auch ganz gut. Insgesamt würde ich sagen, was jetzt Kabel und Verbindung und so weiter angeht, sehe ich echt überhaupt keine Probleme hier, das schien mir alles sehr gut gemacht. Okay, jetzt kommt tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt und ihr seht jetzt hier auf dem Bild so ein sogenanntes NTC. Und das ist praktisch ein temperaturabhängiger Schalter, so kann man sich das vorstellen. Der öffnet praktisch bei 75 Grad Celsius und resettet dann wieder bei 53 Grad Celsius. Wenn es im Inneren also zu heiß wird, gibt der NTC ein Signal an das BMS. Und dieser trennt dann den Minuspol und der Akku ist dann komplett aus und macht wirklich gar nichts mehr. Und das ist auch gut so, also so soll das auch sein. Die dürfen auf keinen Fall zu heiß werden, das ist natürlich immer gefährlich für so einen Akku. LFP-Akkus dürfen aber auch keinen tiefen Temperaturen ausgesetzt werden. Besonders gefährlich ist es, wenn man bei Minusgraden den Akku lädt. Der kann dann tatsächlich Schaden nehmen und dann kaputt gehen, was natürlich super ärgerlich ist bei so viel Geld. In der Anleitung steht zwar, dass der Akku nur bis minimal 0 Grad Celsius geladen werden darf, also es ist zumindest jetzt erstmal irgendwie markiert, aber das BMS checkt das nicht. Also das heißt, ihr könnt es trotzdem tun und wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Anleitung hundertprozentig durchliest, kann man sich so seinen Akku halt echt schrotten. Und das ist, wie gesagt, nicht ganz optimal. Ich bin da so zwiegespalten, auf der anderen Seite steht es ja wirklich drin und solange man sich daran hält, ist das im Prinzip alles okay. Ja, wie immer die Frage, bin ich gekauft oder kriege ich irgendwie Geld für diesen Test? Nein, ich lehne wirklich alles ab, was mir da angeboten wird, um hier maximal unabhängig testen zu können und auch unabhängig zu bleiben. Zudem zeige ich ja hier auch hauptsächlich irgendwie harte Fakten, das heißt Messungen, sodass man auch irgendwie was Echtes in der Hand hat und ich zeige euch ja auch, wie es innen aussieht, ne, um die Qualität der Akkus zu bewerten. Denn am Ende, ob er außen irgendwie schön aussieht oder die Daten des Herstellers und so weiter, das bringt dir ja nichts, du musst die ja checken und auch die Sicherheit muss nochmal geprüft werden, finde ich. Denn hier gab es tatsächlich bei mir schon mal einiges zu beanstanden bei anderen Geräten. Ja, Fazit. Ich würde sagen, insgesamt ist das echt ein gutes Teil. Also besonders für den Preis. 400 Euro ist halt echt mal eine Ansage, das muss man schon sagen. Also andere sind da erheblich teurer. Etwas Unsicherheit bestand wegen der etwas hohen Innenwiderstände, was auf ältere Zellen hinweisen könnte. Aber mein Messgerät, wie gesagt, ist schon sehr alt und leider nicht mehr so hundertprozentig zuverlässig. Und da sonst keine Auffälligkeiten da waren, also ich habe jetzt so wirklich sonst nichts feststellen können, würde ich das jetzt erstmal durchgehen lassen. Was mir ebenfalls nicht so ganz gut gefallen hat, ist tatsächlich, dass der Akku keine Absicherung vor zu tiefen Temperaturen hat. In meinem Datenblatt und in der Anleitung steht es wirklich ganz klar drin, dass man den nur bis zu 0 Grad Celsius laden darf. Aber eine Absicherung wäre hier trotzdem sehr hilfreich gewesen. Ich sag mal, ist aber okay, wenn man das weiß, dann ist es ja kein Drama, also lasst es einfach und dann könnt ihr den Akku eigentlich gut nutzen. Ich hoffe, dass euch der Test gefallen hat und ich euch irgendwie weiterhelfen konnte. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da oder ein Like, da freue ich mich immer sehr drüber und sag bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.